Hallo von der ProKlima Wissenswerkstatt. In dieser Folge geht es um Außendichtung und einer, der sich richtig gut damit auskennt, das ist der Michael Förster. Er ist Leiter der ProKlima Anwendungstechnik und den frage ich jetzt aus. Was braucht es eigentlich, damit es nicht in ein Gebäude reinregnet? Das ist eine gute Frage. Zunächst braucht es natürlich eine Eindeckung. Das kann sein ein Ziegel oder Dachziegel, Wellplatten oder Trapezbleche oder Stehfalzbleche. Warum braucht es dann eine Außendichtung? Das hat damit zu tun, dass natürlich die Eindeckung oftmals sehr kleinteilig ist, aber noch zusätzliche Anforderungen erfüllt werden müssen, wie zum Beispiel eine Regensicherheit, wenn mal Flugschnee oder Regen unterhalb die Dacheindeckung gelangen kann. Was sollte so eine Bahn alles können? Sie sollte natürlich zunächst regensicher sein. Das kann man hier an unserem kleinen Gebäude sehen. Im Dachbereich darf natürlich weder während der Bauphase noch wenn das Dach dann eingedeckt ist, Feuchtigkeit ins Gebäude eindringen. Das zweite ist, dass so eine Bahn natürlich im Dachbereich, im Steildachbereich idealerweise diffusionsoffen ist. Diffusionsoffenheit hilft Bauschäden vermeiden. Das dritte ist, das Material sollte ausreichend UV-beständig sein. Das heißt also, während der Bauphase sollen die Bahnen einer Freibewitterungszeit ausgesetzt werden dürfen, weil es kommt ja nicht sofort dazu, dass das Dach eingedeckt wird. Und das vierte ist, das Material muss ausreichend alterungsbeständig sein, denn es soll ja als Unterdeckung auch unterhalb der Dachziegel die nächsten 40, 50 Jahre seinen Dienst tun. Du redest von Dach. Wie sieht's denn mit der Wand aus? Braucht die auch eine Außendichtung? Man sieht hier auch die Wand. Die Wand braucht natürlich auch eine Außendichtung, wobei natürlich die Anforderungen deutlich geringer sind. Die Feuchtigkeitsmengen, die von außen durch Schlagregen während der Bauphase auf die Wand gelangen können, sind ein Vielfaches geringer als im Dachbereich. Aber auch hier müssen Wärmedämmung geschützt werden. Es muss auch die Winddichtung sichergestellt werden, damit halt eben auch die Wärmedämmung ihren Dienst tut. Was ist denn bei der Planung wichtig? Wo werden hier die häufigsten Fehler gemacht? Wichtig ist es, dass überhaupt geplant wird. Wenn nicht geplant wird, dann wird irgendeine Unterdeckung kombiniert mit irgendeiner Eindeckung. Entscheidend ist, dass beides zusammenpasst, dass die Anforderungen an die Unterdeckung auch dementsprechend, was natürlich während der Bauzeit und auch im späteren Gebrauchszustand des Gebäudes überhaupt gefordert wird. Und auf was muss der Handwerker achten, wenn er das dann ausführt? Der muss natürlich darauf achten, der Handwerker, dass die Bahnen entsprechend geprüft sind, dass sie Prüfungen bezüglich Schlagregendichtheit absolviert haben, dass sie auch eine CE-Kennzeichnung tragen. Das heißt also, es gibt europäische Anforderungen an die Materialien und zu guter Letzt, dass er natürlich auch dafür sorgt, dass die Bahnen entsprechend den Anwendungsempfehlungen der Hersteller eingebaut werden. Danke, Michael Förster. Außendichtung ist also ein Thema, das alle angeht, die mit der dichten Gebäudehülle zu tun haben. Habt ihr auch ein aktuelles Projekt? Wir helfen euch gerne weiter. Schreibt uns einfach an technik@proklima.de oder ruft die Technik-Hotline an 06202 278245 oder besucht eines unserer Känguru-Seminare. Alles Gute und bleibt bauschadensfrei!